Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Heute zeige ich euch unser Montessori-Regal. Das sind verschiedene Beschäftigungsideen, Spielideen für Kinder im Alter zwischen dem 15. und 18. Monat. Mein Sohn ist gerade 17 Monate alt und ich habe entschieden, ich filme das gleich, damit er gleich sieht, wie unser Montessori-Regal aussieht, unsere Spielecke, die sich hinter mir gerade befindet. Die Aktivitäten, die ich gerade zeigen werde, sind Montessori-inspiriert. Aber auch wenn du keinen Montessori-Ansatz zu Hause anwendest, findest du trotzdem ganz viele zahlreiche Ideen und Tipps, wie du mit deinem Kleinkind den Alltag sinnvoll gestalten kannst. Wenn ich bestimmte Aktivitäten für meinen Sohn auswähle, frage ich mich immer, an welchen Fähigkeiten übt er gerade in diesem Alter. Und für die Kinder im Alter zwischen dem 15. und 18. Monat kann man solche Hauptbereiche, Hauptentwicklungsschritte nennen, wie Verfeinerung des Griffs. Die Handbewegungen werden präzise, die Finger werden präzise und die Hand-Auge-Koordination wird besser und besser. Zweiter Bereich ist natürlich die Grobmotorik, die Bewegung. Die Kinder werden stabiler auf ihren Beinen. Diejenigen, die noch nicht laufen können, die lernen in diesem Abschnitt zu laufen. Diejenigen, die bereits laufen, die werden einfach stabiler. Die können bereits rennen, die können klettern. Die sind sehr mobil, sehr beweglich und die sind ständig in Bewegung in diesem Alter. Und da soll man auf jeden Fall darauf achten, dass man genug Möglichkeiten anbietet, diesen Bewegungsdrang auszuleben, sich auszutoben und die motorischen Fähigkeiten zu verbessern. In diesem Alter beginnen die Kinder bereits Interesse zu zeigen, was so Kunstmaterialien angeht. Man kann den Kindern bereits in dem Alter die ersten Malstifte anbieten oder Play-Doh oder irgendwas zu malen, so dass sie sich selbst ausdrücken können und ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Auch die Entwicklung der sozialen Kompetenzen ist ganz wichtig. Falls man Geschwister hat, ist es natürlich zu beobachten, dass das kleine Kind immer mehr mit Geschwistern interagiert, mit Geschwistern zusammenarbeitet, zusammenspielt. Auch die Kinder, die jetzt Einzelkinder sind, man kann beobachten, dass die Kinder sehr aufmerksam auf einem Spielplatz zum Beispiel andere Kinder beobachten. Und in diesem Alter ist es sehr stark ausgeprägt und das kannst du bestimmt beobachten. Ich zeige euch gleich unser Montessori-Regal und die Spielaktivitäten für dieses Alter. Was genau ein Montessori-Regal ist, wie du das gestaltest und welche Prinzipien sollst du beachten, das habe ich in diesem Video gemacht. Ich verlinke das auch in der Videobeschreibung. In diesem Video werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich werde euch einfach gleich zeigen, womit mein Sohn gerne gespielt hat und welche Alternativen gibt es für das Spielzeug, was ich hier zeige. Und wir fangen hier gleich oben an. Das ist ein Regenbogen von Grimm. Wir haben einen einfachen Regenbogen. Ich glaube, es gibt noch ein Set, das ein bisschen das mehr Ringe hat. Aber für das Kind in diesem Alter finde ich das total ausreichend. Und Andreas hat viel Interesse gezeigt an diesem Regenbogen. Und er nimmt das auseinander. Er versucht, das aufeinander zu stapeln. Und er hat wirklich Spaß, damit zu spielen und deswegen steht das eigentlich schon seit einiger Zeit hier. Und nicht nur Andrea, sondern auch meine Tochter, die jetzt 3 Jahre alt ist, spielt gerne mit diesem Regenbogen. Es ist ein Open-Ended-Spielzeug, das heißt das Spielzeug, was Kreativität anregt bei den Kindern, weil das ist nicht alles vorgegeben, wie die Kinder damit spielen sollen, sondern die können alles Mögliche daraus entwickeln und fantasieren. Man kann es so aufeinander stapeln, man kann ja verschiedene Muster daraus machen, ja, man kann das vielleicht so stapeln. Also die Kinder entwickeln ihre Kreativität, indem sie mit diesem Spielzeug spielen. Nächste Beschäftigung in diesem Alter habe ich gemerkt, dass Andrea sehr gerne verschiedene Gegenstände auf- und zumacht und verschiedene Schachteln. Und deswegen habe ich ihm hier was angeboten, das habe ich gesammelt, verschiedene Schachteln, die leer bereits sind.
Und das sind natürlich aus der Kosmetik, aus dem Kosmetikbereich kann man einiges da dem Kind anbieten, wenn das bereits leer ist. Vor allem ist es interessant, wenn das Kind das aufmacht, dann sieht er sich noch im Spiegel. Und ja, es sind ja auch Übungen für Hand-Auge-Koordination. Und ihr könnt da alles Mögliche dafür nehmen. Verschiedene Schachteln, verschiedene Sachen, die ihr so zu Hause findet, was jetzt leer ist, und so dem Kind das anbieten. Und mit diesem Korb kann er sich richtig lange beschäftigen. Das ist wirklich sein Lieblingsspielzeug momentan. Und ich beabsichtige, das jetzt auch auszutauschen, also andere Sachen ihm anzubieten, wie zum Beispiel alten Geldbeutel oder irgendwelche Taschen mit Reißverschluss, wo er auch die Handbewegungen üben kann, um also Reißverschluss aufmachen kann. Und wenn ihr merkt, dass euer Kind sich daran interessiert, irgendwelche Flaschen oder irgendwelche Gegenstände aufzumachen, könnt ihr ziemlich schnell so eine Beschäftigung für euer Kind zusammenstellen. So, im nächsten Fach haben wir wiederum etwas für die Hand-Auge-Koordination, wo Andreas diese kleinen Chips, da sind bereits ziemlich kleine Chips, in diese Spardose reinbekommen soll. Ich habe euch bereits gezeigt, wie das Spiel aussah, als er noch kleiner war. Das habe ich dann selber gebastelt, indem ich größere Chips genommen habe, weil diese Größe ist bereits für ältere Kinder, die ziemlich gute Handbewegungen bereits haben, die guten Griff haben, und er übt die Koordination. Er muss den Chip hier reinbekommen in diese Öffnung. Und da muss er natürlich auch mit dem Handgelenk entsprechend Handgelenk drehen, damit er das in diese Öffnung reinbekommt. Hier unten haben wir Puzzle. Das ist die nächste Stufe. Ich habe euch im vorherigen Video gezeigt, die ersten einfachen Formen, die ersten Puzzle mit Kreis, Dreieck und Quadrat. Hier hat er bereits diese Stufe, also die nächste Stufe. Momentan übt er eigentlich nur diese Gegenstände hier rauszunehmen. Er kriegt das noch nicht so ganz rein, deswegen habe ich das in dieser Form angeboten. In dem vorherigen Video habe ich erklärt, wie man im Montessori am besten Spielsachen dem Kind anbietet, in eine ausgebaute Form, in eine dekonstruierte Form. Eigentlich würde ich Puzzle auseinandernehmen und dem Kind das so anbieten, dass das Kind selbstständig oder dass das Kind sieht, dass es jetzt leer ist und das muss auf jeden Fall befüllt werden und bekommt Reize, das zu machen. Das ist der übliche Weg. In diesem Alter, bei diesem Puzzle, kriegt er das noch nicht hin, die Elemente an den richtigen Platz zu bekommen. Er weiß schon, wohin jedes Element hingehört, aber er kriegt das noch nicht hin. Also das heißt, die Handgelenk ist noch nicht ausgereift, so dass er die Handgelenk noch nicht so ganz dreht oder versteht es noch nicht ganz, dass er Handgelenk drehen muss, um die Figur an die richtige Stelle zu bekommen. Deswegen bitte ich ihm das in diese Variante an, wenn es jetzt fertig gemacht ist, also fertig zusammengestellt, quasi fertige Puzzle, und er mag diese Teile hier rauszunehmen. Hier oben haben wir klassisches Spiel aus Russland. Da sind die Puppen, die ineinander gesteckt werden. Normalerweise hat man 8 Puppen, glaube ich, aber diese Variante hat nur 5, was auch eigentlich die richtige Größe für das Kind ist in diesem Alter. Mehr braucht es nicht. Und er mag das sehr, die Puppen zu entdecken. Ja, wenn es aufgeht, wenn es aufmacht, dann findet er neue Puppe drin. Das freut ihn sehr. Und er mag die Puppen hier reinzustecken und wieder zuzumachen. Generell hatten wir ganz viele Aktivitäten in dem Alter, wo er irgendwas auf und zu gemacht hat. Also das fand er sehr interessant. Daher auch dieser Korb mit verschiedenen Schachteln, wo er die auf und zu bekommen kann. Und diese Puppen sind auch sehr beliebt bei ihm. Und ja, und die kleinste Puppe ist seine Lieblingspuppe, weil er sich für die Kleinteile bereits interessiert. Und er mag total mit dieser kleinen Puppe zu spielen und die in der Hand zu halten. Ich muss nur immer aufpassen, dass die Puppe wirklich zurück an ihren Platz geht. So sieht es aus, wenn alle Puppen ausgepackt sind, das sind 5 Stück. Und das ist eine super Spielidee für Hand-Auge-Koordination. Alternativ zu diesem Spielzeug kann man auch
verschiedene Becher anbieten, die ineinander gesteckt sind. In diesem Alter mögen die Kinder sehr, diese Sachen ineinander zu stecken und auseinanderzunehmen. Und da kann man auch verschiedene Sachen, ich glaube auch so vom Grimms Regenbogen gibt es solche Becher, die aus Holz, die ineinander gesteckt sind. Aber ich glaube, ich habe sogar diese Puppen auch im Amazon gesehen in Deutschland. Ich werde nachschauen und alles, was ich hier zeige, werde ich euch in der Infobox verlinken. Hier unten haben wir ein Spiel, ein Tablett für die Kreativität. Also momentan, ich habe das immer wieder gewechselt, momentan ist es jetzt eine Kreide mit einem kleinen Lappen nebendran, weil wenn er malen kann, er kann hier irgendwas malen und dann habe ich ihm gezeigt, wie er das sauber bekommt, damit er nochmal malen kann. Und das mag er sehr. Ansonsten biete ich ihm hier auch was zu malen an. Also da reicht nur eine Farbe völlig aus. Wenn er was zu malen dem Kind in diesem Alter anbietet, nimmt nur eine Farbe, das ist ausreichend. Dann könnt ihr zeigen, wie das Kind mit dem Pinsel ins Wasser ein bisschen reintunkt und mit der Farbe malen kann. Und dafür braucht das Kind nur eine Farbe. Alternativ zum Malen mit Farben habe ich ja natürlich auch einfach ein Blatt Papier mit einem Stift angeboten, aber momentan ist es jetzt auch an unserem Tisch. Also im Prinzip hat er hier immer einen Stift und er kann hier auf diesem Papier malen. An diesem Regal ist das Material für die Sprachentwicklung, das ist Montessori-Material so gesehen. Es ist typisch für Montessori-Regale, solche Karteikarten. Und in diesem Fall sind es hier drei Karteikarten, was völlig ausreichend für dieses Alter ist. Und das Kind soll die 2D-Objekte, also Objekte, gemalene Objekte auf einer Karteikarte, zu dem 3D-Objekt, also dieser Tierfigur gegenüberstellen und das zusammenfinden. Und das ist die ersten Spiele, diese klassischen Spiele von Montessori für die Sprachentwicklung. Und das Kind kann alles auch mit den Händen begreifen. Das Kind kann alles in die Hände nehmen und diese Objekte anfassen und verstehen, wie die räumliche Wirkung von diesem Objekt ist. Und am besten ist es, wenn die gemalten Objekte genau dem entsprechen, was das Kind jetzt als Figur sieht, dass es nicht verwirrt wird. Also in diesem Fall habe ich jetzt nicht die Katze, die jetzt auf diesem Bild ist, aber trotzdem erkennt er, dass hier eine Katze ist und er in der Hand eine Katze hält und kann das eigentlich zusammen gegenüberstellen und das klappt bei uns. Also das sind jetzt die ersten Spiele, die wir jetzt angefangen haben, was in diesem Alter ganz passend ist. Und man kann natürlich alle möglichen Gegenstände nehmen, was man hat. Man kann auch Küchenutensilien nehmen oder kleine Musikinstrumente oder vielleicht Obst und Gemüse, was man so hat. Und auch mit echtem Obst und Gemüse kann man das spielen, indem man auf der Karteikarte Obst und Gemüse anbietet und dann in einem Korb vielleicht Äpfel, Birnen und Mandarinen, weiß was ich, dem Kind anbietet. Und das Kind kann das, was er sieht auf dem Bild, tatsächlich in die Hand nehmen, das anfassen und tatsächlich begreifen. Für die Sprachentwicklung sind auch die Bücher ganz wichtig. Die Sprachentwicklung explodiert in diesem Alter. Die Kinder fangen immer wieder neue Wörter zu sagen, zu benennen. Die wollen alles wissen, deswegen benennt weiterhin alle Gegenstände um euch herum. Liest mit euren Kleinen die Bücher und spielt mit euren Kleinen solche Sprachentwicklungsspiele, die ich gerade gezeigt habe. Und hier unten haben wir noch Tabletten mit verschiedenen Baufahrzeugen. Wir haben eine große Leidenschaft, Autos, und deswegen vor allem die Baufahrzeuge interessieren ihn unheimlich. Und das ist auch eine perfekte Möglichkeit, um die Sprachentwicklung zu üben, die Baufahrzeuge zu benennen. Und er spielt einfach sehr, sehr gerne damit. Das sind so kleine Fahrzeuge, die für sein Alter nicht geeignet sind, aber dieses Spiel spielen wir immer unter Aufsicht. Alle Spiele, die jetzt kleine Gegenstände beinhalten, müssen auf jeden Fall unter Aufsicht von Erwachsenen
gespielt werden, aber das, glaube ich, brauche ich nicht zu erwähnen, das ist ja klar. Was Andreas sonst für die Entwicklung der Feinmotorik hatte, war dieses Bauernhaus, das ist das Lieblingsspielzeug. Auch meine Tochter spielt gerne damit, weil das ist wiederum Fantasie anregt. Und hier kann Andreas an seiner Feinmotorik üben, weil dieses Bauernhaus verschiedene Schnallen hat. Und er muss erstmal die Schnallen aufmachen, damit er überhaupt sehen kann, wer sich da drin versteckt. Und das ist ein tolles Spielzeug, das mögen wir sehr gerne. Das spielen wir immer wieder, das bringe ich immer wieder hoch und die lieben das. Schreib mir bitte in den Kommentaren, welche Ideen hast du mitgenommen und was würdest du mit deinem Kind ausprobieren? Das würde mich interessieren. Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. Falls du kein Abonnent bist, abonniere meinen Kanal. Hier gibt es verschiedene nützliche Videos zum Thema Kleinkindentwicklung, Babyentwicklung, Spielsachen, Montessori-Erziehung und so weiter. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!